So, jetzt nochmal, wie angekündigt, ein Speedrun, also kein Speedrun im herkömmlichen Sinne, wie jetzt auf YouTube überall gefunden wird, sondern einfach nur ein Schnelldurchlauf von Maps, wo ich durchwasche, aber jetzt mit Vanilla Doom, also mit der Vanilla Doom Map. Brutal Doom bleibt zwar vorhanden, definitiv, aber Z-Doom, Doom High Texture Pack, nee, Doom, wie ist das Ding nochmal? Achso, Doom High Texture Pack war doch richtig. Dachte schon, ich habe jetzt irgendwie ein Wort drin, wo alles andere bleibt. Und jetzt, wie gesagt, einmal Vanilla. Also Vanilla Map. Da sollte das Ganze ein bisschen besser gehen. Halt! Genau. Gedacke. Gut, rausreiche ich nicht die Waffe hier, aber. Der ist wahrscheinlich schon eine schlimme Angewohnheit. Damit hatten wir die erste Map schon mal durch. Mal schön alles nehmen, was wir kriegen können. Ist nicht viel. Aber gerade deswegen müssen wir sparsam sein. Egal, was ich gerade brauche, um den scheiß Level zu treffen. Ah, seht ihr das, was jetzt das, was ich meinte? Hier, der hat jetzt hier eine Handgranate fallen gelassen. Da habe ich sie doch aufgenommen? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Normalerweise hatte ich ja, ich hatte ja bei dem Let's Play erklärt gehabt, dass man die Handgranaten nicht mit aufnehmen kann. Mein Fehler, den habe ich gerade vollkommen vergessen. Gibt es ja auch noch. Dass man Handgranaten nicht mit aufnehmen kann, aber scheinbar stimmt das gar nicht.
Entweder haben die das geändert oder ich hatte bisher einfach das mal geschlafen gehabt. Wow. Immer wenn man denkt, Leute sind tot und sind die gar nicht tot. Da denkt man immer gleich ist man selber tot. Ah. Übrigens auch nochmal schön zu sehen hier der Kontrast zu der Map, die wir gerade eben in dem vorherigen Schnelldurchlauf gesehen hatten. Wie stark der Kontrast ist. Deswegen, es sind eigentlich die gleichen Maps, aber es sieht halt doch so anders aus. Aua. Und das war die zweite Map. So. Und ich hoffe, man hat jetzt hier nicht 20 mal Neustart drauf. Wow. Erst durch die Treppe runtersliden. Ja, die Container normalerweise auch immer schön aufschießen, da ist Boni drinne. Allerdings kostet mir das jetzt zu viel Nerven. Von daher, das nicht. Weil da musst du mindestens dreimal schießen, bevor die Dinger aufgehen. So, und jetzt. Bam. Voila! So einfach geht das normalerweise. Und jetzt werdet ihr auch, ihr habt hoffentlich auch gesehen, warum ich da so gestruggelt habe. Bei dem Schnelldurchlauf gerade eben. Weil das halt hier bei der anderen Map halt ganz anders war. Ding, aber der hat einen Staubfreude, nicht von daher kaum was. Ah, ja, ja. Wow. Haben wir jetzt überhaupt hier auf, ist der richtige Skill. Und war mir gerade gar nicht mehr so sicher. Was ist mit mir? Hä? Irgendwas zu sagen? Was guckst du aus, Junge? Bin ich mehr lange hier?
lohnt sich zwar nicht, aber gut. Da kommt her. Wow. Mann, wir gehen hier nicht her. Ups, das war gerade dumm. Ich höre jetzt noch einer von diesen Pinkies, aber ich sehe keinen. Ich bleibe an der Unter irgendwas hängen. Na gut. Auch nicht weiter wild. Wieder hat unser Begleiter nicht mitgekommen. Ich sag ja, den mitzunehmen macht uns überhaupt keinen Sinn. Letztendlich verschwinden doch immer alle. Saubere Arbeit. Oh. Oder auch nicht ganz. Out. Nein, das habe ich. Aber so beschützt sieht das Licht, sage ich jetzt mal, bei der Vanilla Map aus. Da war das bei der anderen Map doch schon ganz schön Improvement. Aber gut. Wow, wir sind schon Level 4. Tada, so einfach. Würde es gehen, wenn man ja cheatet und hier einfach rüberspringt. Was ich ja letztendlich auch eigentlich getan habe, aber ich trotzdem mal den offiziellen Weg. Und mache jetzt noch alles sauber. Einfach der guten Zeiten willen. Aber ihr habt gesehen, ich hätte jetzt praktisch schon direkt ins Ziel springen können. Man kann es also noch weiter abkürzen. Oh. Das war gerade schlecht. Aber gut. Lappe da unten, Alter. Witzala. Das war so gerade nicht geplant, aber gut. Dieses Licht, Alter. Na gut, wenigstens kann man damit bei Wetterentfernung schießen, weil so hell
ist die andere Taschenlampe da hinten natürlich nicht mehr, weil das Licht sich ja verstreut. Klappe, wenn ich Klappe sage. Na komm. Ihr braucht nur zu lange. Bringt euch erstmal eine Gehtätig um. Das hat sie jetzt gebracht, ihr Deppen. Ah ja. Glaube ich die erste, wenn ich tot bin. Die Taschenlampe ist so schwer zu steuern. Hier sieht man nichts mehr, hier sieht man alles. Es ist so dumm einfach. Deswegen freue ich mich echt schon, wenn GZ Doom endlich mal dieses Feature ein bisschen ausgebessert hat, um die modernere Taschenlampe nutzen zu können. Da freue ich mich echt schon drauf. Oh. Halt. Guck mal, ist echt hier mit der Steuerung Taschenlampe echt ein bisschen behindert. Aber wenn man wirklich dahin zielen muss, wo man hinguckt, ist natürlich nicht gerade das goldene Format, aber gut. Man lernt sich mit Dingen zu arrangieren. Oh. Wer hat euch denn geweckt? War ich das? War meine Musik so laut? Aha. Oh. So. Genau reingelaufen. Ich gelob's ja. Ich hole mir vorher noch mal das andere Ding hier. Das hier. Wow. Da braucht der eiskalt zwei Schüsse. So, Madame. Wollen wir mal unserem Schöpfer gegenüber treten? Hä? Ich hab die blaue Karte nicht aufgenommen. Ernsthaft? Leute, ernsthaft jetzt? Wie auch Kidding? Das gibt's doch gar nicht. Dankeschön. Leichenständer.
Oh. Da hinten hat jemand noch nicht genug. Achso, ich bin jetzt noch gar nicht fertig. Hier gibt es ja noch ein paar. Die Saures wollen. Aber Süßes bekommen. Ja, tatsächlich, man kann die Handgranaten doch aufsammeln. Da hatte ich mich bisher wirklich einfach immer nur so dumm angestellt, oder das ist wirklich ein neues Feature ab Doom 21. Aber ich schätze mal eher ersteres. Ich bin einfach zu dumm für diese Welt. Aber gut, man lernt ja nie aus, gerade wenn man dumm ist. So, hier mache ich wieder schnell. So. Alles andere würde mir einfach zu lange dauern. Vor allem ist es hier legitim. So, und willkommen wieder bei der letzten Map. Wow. Den Revenant habe ich mal schnell erlegt. Ja. Oh. Ich höre die Spinde. Ich wünschte, ich könnte jetzt speichern. Ich mach's doch mal, allerdings natürlich unter einem anderen Namen. Klar. Oh, scheiße, ich wollte den Ball drauf. Mist. Tada! So einfach geht's normalerweise. Autsch! Da habe ich mich echt vertreffen lassen. Das war nicht schlau. Aber gut. So meint man bestraft, ja. Oh, jetzt mal die alle herrufen. Beziehungsweise, ich glaube, ich freue mich erstmal auf. Ah, immer Waffe dafür. Er macht doch schon mit einer Schrotflinte den Fernkampf. So dumm muss man das mal sein. Ich meine, es gibt Situationen, da ist sowas legitim. Aber nicht, wenn man noch keine Ziele trifft, die man gut anvisieren kann. Dann macht Schrotflinte nicht wirklich einen Sinn. Außer vielleicht mal diese andere. Na gut, andererseits kann ich auch hier auch umstellen. Auf Slug. Oder auch nicht, wie kann ich nicht umstellen? Weiß ich gerade nicht. Ich habe vergessen, mir die Biene runterzurufen. Ah, alle tot. Ah, das geht doch schon mal wesentlich schneller. Lag also wirklich nicht daran, dass ich einen schlechten Tag hatte bei dem anderen Schnelldurchlauf, sondern wirklich einfach, dass die Map definitiv nicht dafür geeignet war. Zumindest, also kann es vielleicht doch sein, dass es da auch ginge, aber das war gerade mal das dritte Mal, dass ich die Map in dem Moment durchgespielt hatte. Von daher, gerade die Map hier hatte ich da noch gar nicht durchgespielt gehabt, also das war da gerade mal mein zweiter Versuch. Einmal im Let's Play und einmal im Schnelldurchlauf.
Gott, hier. Egal, ist hier so dunkel. Oh. Oh. Jetzt habe ich mich doch selber getroffen. War nicht gerade sehr professionell. Oh. Alter. Was war denn das jetzt gerade hier für ein Fehlversuch? Das war ja schon traurig, mit anzusehen. So, wollen wir mal. Wir hatten Dialog zu überleben, sag mal. Dankeschön. Oh. Schau mal, wer da vögelt. Ich vergesse diesen Raum hier immer wieder. Ist mir schon so oft passiert. Ich meine, jetzt habe ich halbwegs dran gedacht, aber wo es drauf ankam, hat ich ihn doch wieder vergessen gehabt. Ich glaube, mit dem Raum werde ich nie Freunde machen. Nee. Mit dem Raum werde ich mich nie anfreunden. So. Einfach mal klappern. Oh! Hab ein Auto verstanden. Weil das Schöne ist, dadurch, dass wir jetzt hier nicht weitermachen nach der Map, könnte ich eigentlich meine gesamte Munition verbraten. Oder? Ich glaube, ich speichere die Map doch mal richtig ab. Wer weiß, vielleicht wollen wir irgendwann noch mal weitermachen mit dem schnell One. Ich hab gehört, das war's. Sehr sauber. Das Ganze. Echt sehr sauber. Auto-Shotgun. Oh, wir haben keine Munition mehr. Ist ja nett. Halleluja. Ja. Das war's damit. Für den Fall, dass ich wieder weitermachen, wird das Ganze einfach mal unter dem Namen Speed abschreiben. Brooklyn 21. Wer weiß, vielleicht wollen wir später mal weitermachen. Auf jeden Fall, das war's zu meinem Quick Run. Wie lange habe ich bisher gebraucht? Ist das irgendwo ersichtlich? Das war doch, glaube ich, wenn man Change Map macht. Halbe Stunde. Boah. Kann man machen, muss man nicht machen. Aber es geht. Wobei ich auch gerade gar nicht weiß, wie lange wir überhaupt für die andere gebraucht haben. Von daher. FDB 1. Record Session. Temporary. Übrigens habe ich jetzt gerade unter Speed PW abgespeichert, ne? War natürlich komplett falsch, wir haben ja gerade. Ne, doch, war richtig. Alles gut, alles gut. Ja.
Oh, 45 Minuten. Wir kommen zum angesprochenen Schnelldurchlauf. Allerdings. Heißt also, wir waren gar nicht so viel schneller. Aber es war auf jeden Fall cleaner. Von daher würde ich mal sagen, ciao, V.